Hallöchen, wir sind wieder am Stissel hier bei Escape from Tarkov. Wir sind auf Shoreline, PMC. Immer noch die Quest, Skeffs zu töten. Du Jemini, wo bin ich denn hier? Ach, unten am Tunnel, wa? Das ist spannend. Wo können denn hier überall Leute theoretisch spawnen? Und theoretisch auch noch vor dem Tunnel. Okay, und ein Stück hinter mir, ne? Also da hinter mir und vor dem Tunnel. Die Frage, der läuft wahrscheinlich da gleich ins Dorf. Ich muss erstmal gucken. Was haben wir denn noch so? Na gut. Keine Ahnung, ob es sich hier lohnt. Das hier ist eine Ambulance. Hier ist ja nichts drin. Oh, wieder zu. Oh, ich bin erschrocken, was ist die Tür? Was war das für eine scheiß Zaunverzögerung? Das Ding wieder zu. Okay. Meine Güte. Vorne wird schon geschossen. Eine tolle Wurst. Alter. Sollte man die alle aufmachen oder entweder fällt in der Kreis um? Hier ist irgendwo ein Stash, aber ich weiß nicht genau wo. Überfahrt noch Single Fire, wa? Eine tolle Wurst. Ist hier irgendwo rein? Mega, ich stehe mega offen. Wo geht denn der hin? Was macht für mich jetzt Sinn? Wenn ich jetzt zur Skeff-Insel darüber laufe? Die Entfernung, dann bin ich ja ein Opfer, oder? Go to Customs, pass to Lighthouse and Railway Bridge. Also. Autokasten natürlich sehr weit weg, Railway Bridge auch. Fast zu Lighthouse wäre durchs Dorf. Sollte ich durchs Dorf gehen? Was meint ihr? Ich bin gerade echt ein bisschen unsicher. Was jetzt so die coolste Idee wäre. Ich will mal gucken, ob ich hier irgendwo den Stash finde. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Ich finde, das macht es von der Geräuschkulisse noch ein bisschen gruseliger.
Okay, wir gehen nördlich ins Dorf und dann über Past the Lighthouse raus, würde ich sagen. So, als kleine Idee. Alter. Alter. Ich bin mein Bein weggeschossen. Puh, damn, it's cold. Der hat mir mein Bein weggeschossen. Fraktur natürlich auch. Heavy Bleeding auch. Light Bleeding, hä? Ja. Light Bleeding nur. Ist ja easy. Du siehst da irgendwo einen Scav, den siehst du ganz kurz, dann siehst du ihn nicht mehr und der schießt und irgendwo durch Büsche und trifft dich. Why? Why ist das so? Aber was hat denn der alles getroffen, der Vogel, ey? Blöd, Mann. Laufen wir hier rüber und versuchen mal Deckung zu kriegen ein bisschen. High Ground. Vielleicht hilft mir das ja. Vielleicht hilft mir das ja irgendwie. Das ist ja nicht ganz fair, dass der einen so wegschießen kann. Ich muss dann damit einfach leben. Hm. Noch Zeit, viel Zeit. Man ist so laut, wie man sich fühlt. Sonst höre ich aber niemanden. Gucken wir nochmal kurz auf die Karte. Irgendwo ein Stash. Also laut Map muss ja irgendwo einer sein, aber ich weiß immer noch nicht so genau wo. Ah. Gefunden. Trinken wir mal was. Cracker sind auch gut.
Mal nicht durchsuchen. Oh Gott, das ist ja alles so laut und hier rennen noch Leute rum, oder? Die Gitarre. Ich höre aber niemanden sonst hier. Das ist spooky, aber es ist so. War hier schon wer? Der Skeff ist ja noch irgendwo da draußen. Der kann ja nicht weg sein. Ich hatte ihn aber nicht erschossen. Kurz leise sein. Mal horchen. Da kommt wer. Rennt wer? Rennt hier rechts irgendwo. Geräusche verwirren, wie ist es in dem Haus hier? Oh Gott. Nehmen wir.
Warte mal, das nehmen wir mal mit hier. Das können wir wegschmeißen. Nehmen wir. Cool, nehmen wir. Was hast du noch? Braucht zu lang zum Looten, ich weiß. Nehmen wir auch noch. Den kleinen Rucksack lasse ich hier, der lohnt sich nicht. Was ist das für ein Helm? Das ist doch Stufe 1. Naja, den brauche ich nicht. Mal irgendwas Cooles. Give me your money. Tschüss. Okay. Buckshot. Jo. Jo, jo, jo. Ist hier so laut, wenn man hier so unterwegs ist. Gott, hier ist der Sumpf. Der Sumpf. So, wie viel Zeit haben wir denn noch? 25. Da hinten, das soll ein Haus sein für irgendwelche Quests mal. Lohnt sich das da jetzt auch schon hingehen? Wahrscheinlich, ne? Hinzugehen. Wild House Fans ist auch ein Ausgang, aber nicht für mich, oder? Nö. Ich hab ein bisschen Schiss, dass ich da weggesniped werde, wenn ich darüber krieche, von irgendwo da oben oder so. Und da ich jetzt auch keinen Loot Run machen will für irgendwelche Gegenstände, die ich wieder nur verkaufe, weil mein Stash voll ist. Eigentlich müsste ich da unten noch ein bisschen gucken, ob ich das Scavs finde.
Ich sehe nichts. Mal gucke, mein Inventory. Ja. Ist nicht so, dass ich hier die Mega-Buka-Sachen mit rausschleppe, ne? Eigentlich können wir da ruhig gucken, ob wir da irgendwo aufräumen wollen. Jemand, der ganz woanders spawnt, der hier zum Dorf will, könnte jetzt hier auch gleich irgendwo angeschossen kommen, ne? Boah, das ist so scheiße. Ich kenne ja auch die Laufwege noch nicht, die klugen. Also falls es welche gibt, meine ich. Ist da jemand? Oh man. Sind keine Scavs. Scheiße. So offen zu stehen ist auch super. Jo. Ich glaube, hier ist erstmal so nichts mehr. Jetzt gucken wir da nochmal. Nicht, dass ich hier Ahnung hätte, wo was ist, aber da kam es mir einfach nicht verdächtig vor, dass da was sein könnte. Hör ich da draußen was?
Okay. Kann mich auch wieder mal getäuscht haben. Würde mich in dem Spiel ja nicht überraschen. Minuten. Der? Ich werde wahrscheinlich jetzt sterben, während ich mal wieder Loot-Guy bin. Keine Ahnung, ob das ein Player war oder ein Scav. Er hat mich gefunden, ich ihn leider nicht. Ich bin zu dusselig, ey. Ich bin echt zu dusselig für dieses Spiel. Wieder alles verloren. Ein Scav haben wir. Mann, Mann, Mann. Es ist echt hart. Es ist echt hart. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Runde belassen wir erstmal dabei. Ist wieder eine schöne Runde gewesen. Hat Spaß gemacht, sich das Ganze mal anzugucken. Würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützt. Lasst gerne ein Abo da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und wenn euch die Videos gefallen, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.